Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World. Wir haben in der letzten Folge dieses Flugmaus-Ratten, keine Ahnung was, Dingenskirchen da erledigt und machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Mission. Es ist an der Zeit. Bereit, ins Tal der Verwesung aufzubrechen? Ja. In Ordnung. Als erstes müssen wir einen Landeplatz finden. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, kannst du aufbrechen und ein Lager vorbereiten. Dann steht wieder das Übliche auf dem Plan. Wir müssen eine Spur der Zora Magda ausfinden. Hör mir jetzt gut zu, während du da unten bist. Schau dir alles gut an und überleg genau. Was ist das Tal der Verwesung? Welche Verbindung besteht zum Korallenhochland? Na gut, dann mal los. Okay. Auf und davon. Geht dann also gleich los. Tal der Verwesung. Nächster Zonenabschnitt, wa? Ui. Okay, das Schiff wird einfach mal so schief gelassen. Da drüben. Was denkst du? Also schön. Also das ist kein Anker. Doch, das ist ein Anker. Da, schau mal. Ein Großgyros. Das wird es erschweren, ein Lager aufzuschlagen. Ich weiß was. Mach nichts Dummes. Fang! Was? Gut, damit wäre das Problem gelöst. Ha. Irgendwie erinnert mich ihre Partnerin. Bitten hier die Fährte vom Oran Magdaros. Okay. Und ich würde mir gerne noch dieses Monster, auf das wir getroffen sind, ansehen. Okay. Gut. Sichte ein Großgyros. Und untersuche das Tal der Verwesung. Das machen wir natürlich. Leuderfuck. Kantine? Kantine, ja. Dann nutzen wir doch mal. In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Das ist gut. Hier, Verteidigung hoch. Oh, jetzt macht sie was. Okay, haben wir das mit der Kantine auch mal heraus. Was machst du da? Meets. Meets, was machst du da? Ich lass Meets mal. Meets hat Bock. Komm mit Meets. Lass doch mal den Unfug. So. Tal der Verwesung. Gefällt mir schon mal gut. Ah ja,
sollen nach dem Ayasma Ausschau halten. Labkraut. So. Seltsame Früchte. Fürche. Oh, was ist da los? Sag nicht, das ist ein Monsterknochen L. Blöd. Hallo, Bahn. Was zum... Alter. Wow. Tüte. Hey, Partnerin! Sollen wir davon... Kümmern wir hier nicht um das Ding? Was? Soll mich darum kümmern? Sonst noch Wünsche? Sei vorsichtig! Ich bin gerade so vorsichtig, wie es geht. Oh, oh. Wow! Alter! Bist du für ein Stachelvieh, ey? Weg! Nichts kann uns aufhalten! Boah, weg! 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 Oh Gott! Ah. Nein! Doof! Ich will nur weg! Gott! Danke für die Heilung, Miet. Ih, das hat ein Auge im Mund da, oder was? Alter. Was ist das denn, bitte? Können wir hier auch hoch? Nee. Hier geht der Trick nicht. Junge, Junge. Und Miet ist da am Kämpfen wie so eine Wilde. Was? Alter, was soll denn das? Oh, oh. Was war denn das jetzt wieder für eine Attacke? Oh, oh. Scheiße. Alter Schwede. Ist das euer Scheißernst? Ciao. So, ich schließe jetzt einfach erstmal die Expedition ab. Das ist mir gerade echt zu heftig. Was zum Geier? Ach nee, ne? Sich da ein Großgyros. Ja, okay, dann machen wir das erstmal. Nee. Und er jage ein Radovan. Oh Gott, wir müssen es. Das ist unser Ziel. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das ist unser fucking Hauptziel. Und das nennen die Expedition. Du hast uns nicht gesehen. Okay, du hast uns gesehen. So. Ist mir alles egal, alles. Oh, oh. Wow. Nee, 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 nee. Nicht schon wieder. Alter, Falter. Oh, Monster. Nein, oh, dumme Idee. Auf, hör auf, hör auf. Trotz auf noch erst. Junge, Junge, Junge. Ach, Miet's ordentlich einen mitgegeben. So. Boah, fuck. Alter, wenn das Viech trifft, dann aber ordentlich. Ja, schrei noch. So, mal eben durchlaufen. Ey, wir sollen dich jagen. Du bist so schon schwer genug, ey. Haut's auch noch ab. So. Gebratenes Fleisch. Ganz wichtig. Nicht das falsche essen.
Ausdauer etwas erhöht. Dann mal hinterher. Ein Glück, dass wir was für Verteidigung gegessen haben vorher. Mann, Mann, Mann. So, jetzt komm her. Na komm, wir waren Stockwerk tiefer. Kannst du nicht immer alles treffen, was du willst. Oh, weg! Junge, 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 Junge. Ich dachte, das trifft man. Oh, oh. Entschuldigung. Ciao. So. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Was haben wir denn an Sachen da? Fangnetz. Fang. Nee, doof. Jetzt lass den Scheiß. Nein! Ciao. Oh Gott. Was? Das wirft immer mit irgendeinem Scheiß um. Komm her. Oh, nein, nein, oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Das wäre ja fast in die Hose gegangen. Hier kommen ja Nährstoffe. Oh, nochmal weg. Nährstoffe. Warte mal, was? Komm, jetzt haben wir schon Nährstoffe mehrfach benutzt. Jetzt sind wir nochmal. Alter. Komm her, du Schwein! Scheiße! Nee, davon wollte ich mich jetzt nicht stunnen lassen. So. Scheiße! Immer dieses Stunnen dadurch. Na, Mist, auf den Schwanz hauen. Das ist offensichtlich nicht die beste Idee. Aber wir können es ordentlich tragen. Mist. Dieses Federnetz hier, ne? Das ist... Was war da? Radovan? Ja. Seltsame... Ach so, seltsame Furche. Ja! So, schön ins Gesicht. Jetzt volle Pulle. Oh Gott, 27. 10. Aber wir haben es umgeworfen. So, und... Ja, 214. Sehr schön. Wir haben ordentlich Schaden gemacht. Oh, 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 oh. Ist nicht die best eingreifbarste Stelle, so wie es aussieht. So, mal eben beiseite. Wo willst du... Nein! Wo willst du denn jetzt wieder hin? Wow! Alter, ist das dein Ernst? Ja, okay. Ich würde wahrscheinlich ähnliche Geschütze auffahren, wenn so mein Leben ginge. Mist. Oh, es haut ab. Und dann... Hoffentlich haben wir da nicht gleich wieder so einen wackeligen Boden unter uns. So, mal eben kurz wetzen. Nicht, dass uns das gleich irgendwie zum Verhängnis wird, weil das Viech, das lässt uns echt wenig Zeit zum Verschnaufen. So, aber ich will hier die Knochenhaufen noch eben durchwühlen. Krummerknochen und Monsterknochen-S. Und noch ein krummer Knochen. War hier vorne nicht auch noch? Oder war das der, den wir da mal eben durchwühlt haben? So, das können wir mal eben kurz mitnehmen. Eben kurz schauen. Uraltes Fossil.
Okay. Vergessenes Fossil und nochmal vergessenes Fossil. Okay, Junge, Junge, Radovan. Ich glaube, wir sollten irgendwann nochmal wieder zurückgehen und uns nochmal mit dem Anjanas anlegen, um die Waffe halt auf Feuer zu verstärken. Ja, komm. Oh, was war das? Achso, das war nur eine Spur, ne? Aber gib Punkte. Hey, und weiter. Oh, da ist es. Da ist es. Jetzt aber. Boah. Okay, wir haben ein bisschen was gemacht. Was ist das hier für ein... Wow. Überall Knochen. Ich habe irgendwie Angst, dass er... Ach, arme Mietz, ey. Oh, oh. Junge, 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 Junge. Nee. Oh, oh. Nein, 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 nein. Okay. Oh, oh. Das hätte auch anders ausgehen können. Nein! Ah! Verdammt! Wir dürfen... Oh, weg hier! Nein! Oh! Wir dürfen... Oh, scheiße! Das hat die Richtung gewechselt. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Da war ich nicht drauf vorbereitet. So, du willst Ärger? Aber dann auch noch viel. Komm her. Kannst du haben. Weg. Weg. Nö. Habe ich mitgerechnet. Da habe ich mitgerechnet. Nein, damit aber nicht. So ein Scheiß. Auch ein Megatrank. Mann. So, schnell ran. Ach, das gibt's doch nicht. Nee, weg. Also dran denken, wenn es anfängt zu rollen. Boah. Fliegen diese Splitter von dem Viech eigentlich ab oder? Oder was ist da los? Alter, geh doch mal weg. Nicht rollen, nicht rollen. Wie machen wir das denn jetzt am Scheitesten? Können wir hier irgendwie hoch? Oh, das war knapp. So, nochmal hier hoch. Das war der super Trick. Los, hoch hier. Nein, doch nicht daneben. Der Trick war nicht so super. So eine Scheiße, das kommt wieder, oder? Boah. Ah, du dummes Drecksvieh. Es liegt. Danke. Boah, wir haben den Schwanz abgetrennt. Ja, haha. Boah, Gott. Ich sehe nichts. Fuck. Oh, 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 oh. Doof. Nein, 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 nein. Bloß nicht bewusstlos. Scheiße. Ich kann jetzt nicht bewusstlos werden. Und Mist. Oh, oh. Wo willst du hin? Haust du ab, oder? Ich weiß es nicht. Wir plündern mal eben den Schwanz. Radovan Ölpanzer. Okay. Nein, nein, nein. Was wird das? Oh, oh.
haut wieder ab. Puh. Was? Wo willst du denn hin, hä? Ah, schade. Ich dachte, wir können da jetzt drauf springen. Nope. Boah, wir haben den Steinpanzer abgeschlagen. Das ist gut. Das macht das Viech angreifbarer für uns. So. Mal eben wetzen. Dumme Idee, oder? Dumme Idee, oder? Dumme Idee. So. Yes. Komm her. Oh oh. Das wird gleich in bestimmt in eine andere Richtung rollen, oder? Kann das nicht mehr richtig rollen wegen dem einen Steinpflanzer, den wir abgekloppt haben? Oh oh. Nein! So ein Scheiß! Wow! Irgendwas war hier. Ah, Radwandmaterial. Sehr schön. Wie viel Knochen ist. Irgendwie. Das kann, glaube ich, echt nicht mehr richtig rollen. Oh, 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 oh. Komm zurück! Aber wir haben es, glaube ich, bald, oder? Es sieht nicht mehr so verlässlich angriffslustig aus, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem haben wir noch keinen Großgyrus gesehen. Ich dachte, vielleicht rollt es eventuell irgendwo hin, wo so ein Großgyrus ist. Ja, das wollte ich. So, angreifen. So, was jetzt, hä? Ja, ja, gegen die Wand rennen, ne? So, komm doch her. Ja, und wieder ins Gesicht legen. Können wir jetzt... Oh, oh. Runtergeworfen. Oh oh. Weg hier. Nicht, dass es so einen Schwanzschwinger macht. Na, was jetzt? Ja, genau. Damit habe ich nämlich gerechnet. Oh oh. Mist. Wow, 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 wow. Du haust uns nicht K.O., du blödes Vieh, ey. Dagegen. Shit. Ich wollte jetzt wirklich gezielt diesen Beinknochen da abkloppen. Wow. Kannst du haben, mein Freund. So. Ja. Sehr schön. Na, was willst du jetzt noch machen ohne deinen Knochenkram da? Ich wollte nicht zuschlagen. Hä? Was? Jetzt kann der tauchen? Ob ich mir das gut überlegt habe. Hä? Nee, der hat das Teil noch dran. Ach, Quatsch. Der hat das Teil wieder dran. Oh Gott. Jetzt kann er wieder ordentlich rollen. Ach, das ist doch... Das ist doch ein Scherz, oder? Das wühlt sich dann nochmal wieder in den Knochen.
und hat plötzlich wieder die Knochen an den Beinen. Boah. Bist du bekloppt oder was, ey? Jetzt. Weg. Okay, wir haben es wieder ordentlich getroffen. Fuck! Es hat uns auch ordentlich getroffen. Ja, komm. Mach die Bubble. Danke. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott, das ist doch blöde. Boah, weg hier. Junge, 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 Junge. So, jetzt aber. So. Und weg. Da habe ich jetzt ein neues Spielzeug gefunden. Zack. Oh, oh. Hoch da. Fuck. Oh, oh. So. Ach nee, das ist nur ein Teil von abgesplittert. Oh, daneben. Aber lieber so, als von ihm getroffen zu werden. So, komm doch her, Schwein. Nein, weg. Oh, oh, weg. So, jetzt haben wir hier nochmal wieder was. So, Radovan, geteerte Knochen, okay. Und das hier meine ich, da haben wir noch einen Knochenhaufen gesehen. Alter. Das ist ein Kampf, Leute. Aber das habe ich auch schon bei den anderen Malen gesagt, ey. Aber was soll ich sagen? Ich finde das immer wieder spektakulär. Wir lernen neue Fähigkeiten hinzu, wo wir vorher gar nicht bewusst gewesen sind, dass sie vorhanden sind. Oder ich sage jetzt mal ich. Ihr vielleicht schon. Ich wohl nicht. So, jetzt ist der wieder auf 2. Ach nö, das blöde Netzdingens hier. So, ja, komm doch. Du willst doch wieder auf dem Netz kämpfen, oder? Dann nicht. Einfach wieder hinterher. Und rutschen. Hui. Hui. Ist das schön. Bist du da unten? Ja, bist du. Oh, oh, ich hab eine Kala. Ist er runtergerollt und pennt gleich? So. So. Von wegen pennen. Mitten im Kampf und das Viech legt sich pennen, ey. Weg. Oh, weg. Der kann nochmal rollen. Ordentlich getroffen. Aufpassen, der kommt zurück, oder? Kommt der nicht? Ach, schade. Entschuldigung. Der hat uns die ganze Zeit noch gar nicht wieder gesehen gehabt. Ist ein Witz, oder? Ah, schade. Boah, Mist. Scheiß Teil von ihm getroffen worden. Boah. Das war knapp. Das war er oder ich. Oh, oh. Jetzt komm schon. Bricht zusammen. Ja. Oh, wir sind immer noch drauf. Alter, wir sind immer noch drauf. Oh, oh. Jetzt nicht mehr. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal eben das Schwert wetzen. Danke, Mietz.
dass du den Schaden auf dich gezogen hast. So. Okay. So, nochmal. Es humpelt. Oder habe ich das nur so gesehen? Oh Gott, es wühlt sich da schon wieder rum und holt sich die Knochen wieder. Mist. Nein! Oh. Komm her, du. Nein! Fuck! Megatrank, Megatrank! Ah. Ach nee, nein, 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 nein! Oh Gott, Rollen! Nicht aufbrauchen! So, jetzt komm her, du! Du bist doch am Ende! Du bist doch am Ende, sagte ich! Nein! Ja, kommt schon. Du müsstest doch so... Was machst du? Sag mal, drückst du da gerade was ab? Oh, Gift, oder? Was? Oh, oh. Das Lilane gefällt mir nicht. Jetzt. Wir haben es. Oh Gott, wir haben es erledigt. Ja, wir stehen in ihm drin. Da kommen wir am besten an die Sachen ran, glaube ich. Hui. Interessant, dass das hier nur eine Expedition ist. Das bedeutet, wir haben nicht mal dieses 50 Minuten Zeitlimit. Was bist du dummer Käfer? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Da wirst du hier von Orgis Kakerlaken angegriffen, oder was? Willst mich doch verarschen. So. Da haben wir jetzt nochmal wieder Knochenhaufen. Monsterknochen S. Das ist doch... Wollt ihr mich verarschen hier, oder was? So, und Kummerknochen. Ein Hornet Tower. So. Jetzt verpisst euch mal, ihr dummen Käfer, ey. So, wir gehen Abschnitt 3. Wir müssen ja nur noch eben das... Gyros sichten. So, gehen wir mal hier entlang. Oho. Ist das das Miasma? Vorsicht, nicht anfassen. Was? Nicht anfassen? Alter. Was? Was seid ihr? Vorsicht, nicht anfassen. Dieser Ort ist voll von diesen Schwaben. Atme ihn nicht ein, sonst sinkt deine Gesundheit. Ja, haben wir schon. Wie können wir uns denn dagegen schützen? Das ist ja... Oh, was? Aha! Zugewiesene Aufgabe abgeschlossen. Hallo. Hier, die kleben wir nochmal eben eine. Jo, machen wir aber. Ich wollte trotzdem eine kleben. Tschüss. Wie sie am Rennen ist. Du. Scheiße, können wir hier irgendwo hochklettern? Einfach mal hier weiter. Oh, Giffels. Hui. Ich hoffe, wir sind hier auf einem guten Weg. So, jetzt atmen wir den Kram nicht mehr ein.
Kommen wir da hoch? Scheiße, sag nicht, hier geht's nur runter. Ah, okay. Was? Oh, ja, genau. Tschüss. Da ist ja noch einer. Ins Lager wollen wir doch. Ja, nicht das da oben. Da, jetzt. So. Junge, 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 Junge. Alter Schwede. Puh. So, das Korallenhochland und das Tal der Verwesung sind so nah beieinander, aber könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Umgebung, das Ökosystem, es ist fast, als ob man beide Seiten der gleichen Münze bewundert. So, von Expedition zurückkehren. Japp. Kehre zurück. Das war eine coole Expedition, will ich nur mal sagen. Ihr seid das. Kennen wir uns? Tut mir leid, habe ich vergessen. Ihr wart bewusstlos, als ich euch gefunden habe. Das ist eine Oma? Hallo, Gretel. Ich bin von der ersten Flotte. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr noch lebt. Oh, warte mal. Oh, sie muss uns gerettet haben. Vielen Dank, danke, danke. Ich bin nur froh, dass es euch gut geht. Fünfte Flotte, richtig? Was führt euch hierher? Also... Das ist vom Sora Magdaros? Mal sehen, was ich finden kann. Schon Jahre erforsche ich die Geheimnisse dieses Tals. Und so langsam verstehe ich ein paar Dinge. Jetzt seid ihr dran. Lernt so viel wie möglich über diesen Ort. Beim nächsten Treffen vergleichen wir Notizen. Wie wär's? Ja, wir sind dabei. Gut, man sieht sich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Da haben wir gleich wieder ein paar Sachen dazugelernt, ein paar Sachen da bekommen. Puh. Yeah. Mietstufe 9 und Gadget auf 6. Sehr schön. Haben wir uns also auch gleich wieder verbessert. Das ist cool. Keine Spur vom Zora Magdaros? Enttäuschend. Ich würde sagen, du solltest weiter vordringen. Das Miasma wird zunehmend giftiger. Aber das wird doch kein Problem sein, oder? Sag einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Bereite dich gründlich auf die Reise ins Tal der Verwesung vor. Sind wir erst dort, gibt's keinen Weg zurück. Ja, okay, klar. Junge, 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 Junge. Jedoch war dieses Viech irgendwie leichter zu legen als das Fliegermaus-Dingens. So. Hier haben wir wieder genug Sachen, die wir wegpacken können. Da Munition können wir auch mal wegpacken. Die braucht doch kein Schwein, Junge. So. Alles klar. Oh, warte mal, was? Das brauchen wir auch nicht. Nochmal. Okay. Haben wir hier schon mal wieder alles angefertigt? Wir müssten eigentlich nochmal wieder irgendwann zu einem Schmied gehen. Vielleicht ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen stärkere, bessere Rüstung auf jeden Fall. Da wäre ich für und... Irgendwie würde ich gerne unser Schwert verstärken.
Schade, dass wir, zumindest glaube ich, ist es so, dass man keine zwei unterschiedlichen Waffen mitnehmen kann. Dass du mal im, ja, ich sag jetzt mal, im Fernkampf arbeiten kannst und mal so wie wir hier im Nahkampf. Aber, naja, was soll ich sagen? Bisher haben wir jedes Viech gelegt bekommen. Zwar schwierig manchmal, sehr schwierig, aber wir haben sie gelegt bekommen. An dieser Stelle danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Monster Hunter World. Ciao.